Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich zeige euch heute ein total köstliches und einfaches Rezept für kleine Bananenbrote bzw. Bananenbrotkekse. Die sind in 10 Minuten zubereitet, super schnell gemacht und so lecker. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für die Bananenbrotkekse benötigt ihr reife Bananen. Oh, meine ist so reif, die lösen sich jetzt schon. Ich nehme jetzt eine reife Banane und zerdrücke die in meiner Schüssel. Dazu gebe ich etwas Nussbutter. Bei mir ist das heute Cashewbutter. Die habe ich im Moment am liebsten. Die zerdrückte Banane und die Cashewbutter verrühre ich miteinander. Dazu gebe ich jetzt meine trockenen Zutaten. Und zwar sind das Leinsamen. Ich habe geschrotete Leinsamen. Die sorgen für eine Bindung der Kekse und geben noch extra Ballaststoffe. Zum Süßen verwende ich heute einen Zuckerersatz. Anstelle von Mehl verwende ich heute Mandelmehl. Sowie etwas Zimt gebe ich dazu. Backpulver. So verrühre ich das Ganze schon mal. Je nachdem, wie groß eure Banane ist, benötigt ihr für die Konsistenz der Kekse noch etwas Milch. Ich verwende Mandelmilch und gebe da jetzt mal noch einen Esslöffel dazu. Das hat genau gereicht, die Menge. Wie bei Bananenbrot ist es sehr lecker, wenn ihr noch für den Biss gehackte Nüsse oder Schokostücke unterhebt. Ich mache jetzt beides und gebe noch Kakaonips dazu, sowie Mandelsplitter, die könnt ihr schon so kaufen. Die gebe ich auch noch dazu. Das hebe ich unter. So lasse ich meinen Teig nun für 10 Minuten rasten. So können die Leinsamen binden und ich heize in der Zwischenzeit meinen Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Ich habe den Teig nun ruhen lassen und mein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Darauf stäube ich jetzt noch ein bisschen Kartoffelmehl oder ihr könnt auch Maisstärke verwenden. Das hilft, dass die Kekse sich anschließend gut lösen. Vom Teig nehme ich nun portionsweise mit dem Löffel etwas ab und gebe die Bananenbrothäufchen auf mein Backblech. Ich habe aus der Menge nun 10 Kekse bekommen. Ihr könnt dieses Rezept auch prima verdoppeln, wenn ihr mehr reife Bananen habt. Damit meine Kekse so ein bisschen eine weihnachtliche Note bekommen, verziere ich sie noch mit Walnüssen. Die Bananenbrotkekse backe ich bei 180 Grad für ca. 12 bis 15 Minuten. Schaut mal, das sind die fertigen Bananenbrotkekse. Das Rezept für die Kekse mit allen Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Ich habe euch das Rezept unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr die Kekse einmal ausprobiert, schickt mir unbedingt eure Bilder mit dem Hashtag Mrs. Fluri auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kreationen sehe. Folgt mir unbedingt auch auf Pinterest. Ihr findet mich auch auf Pinterest als Mrs. Fluri. Dort findet ihr dieses Rezept und viele weitere leckere Keksrezepte in meiner Pinnwand Gesunde Weihnachten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Abonniert unbedingt meinen Kanal, so verpasst ihr keine weiteren Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.